Wir haben jetzt nicht so was ganz Spezielles. Und zwar die südamerikanische Aggerkröte. Boah, das ist aber echt ein dickes Ding. Optisch gesehen ähnelt die schon ein bisschen der Erdkröte. Oh, jetzt hat die gerade Urin abgelassen. Und die Aggerkröte ist eines der giftigsten Kröten, die es sozusagen auf der Welt gibt. Und sie wurde zur Bekämpfung von Schädlingen in verschiedenen Feldern und vor allem in Australien in den Zuckerrohrplantagen ausgesetzt, mit der Hoffnung, die Schädlinge zu bekämpfen. Und diese Kröte produziert in den Ohrdrüsen hier oben ein Gift, das nicht nur tödlich sein kann, wenn es in die Blutbahn kommt, sondern das sozusagen dafür sorgt, dass man auch, ich will es nicht so sagen, aber dass man, wie sagt man, ein bisschen so Drogen sieht. Denn dieses Tier kann nämlich eine Art Gift produzieren, wo andere Leute wirklich Drogen draus produzieren, in Form von getrocknetem Substrat oder auch wirklich dran lecken. Es sind allerdings auch schon Todesfälle entstanden, wo Leute, die dann zu häufig an Aggerkröten probiert haben, dran gestorben sind. Also die Aggerkröte ist in Nordwesten Australiens so stark ausgebreitet, dass die sogar viele Tierarten dort verdrängt hat, weil sie sie entweder gefressen hat oder die Tiere, die sie gefressen haben, gestorben sind, weil sie so giftig ist. Viele Warane sind dort in dem Bereich schon verschwunden, viele Froscharten, auch Schlangenarten, sagt man, sind dort verschwunden, weil die das Gift im Körper gar nicht so gut verarbeiten konnten. Man sagt sogar von einer Schlangenart, dass sie gerade sogar anfängt, sich zu verändern, indem sie nämlich vom Kiefer her kleiner wird, denn nur kleine Aggerkröten werden dann gefressen und keine großen. Und das sorgt dazu, dass die Schlange sozusagen sich evolutionsbedingt jetzt gerade verändert, weil die Großen giftig sind und sie sterben würde und nur sich von den Kleinen ernähren kann. Boah, echt ein dickes Ding. Schaut euch das mal an, Leute. Krass. Die Aggerkröte frisst fast alles. Ich setze sie mal ganz kurz hier auf den Boden. Boah, kann auch super gut springen. Boah. Und auch richtig kräftig. So, Achtung. So, da ist sie. Da war sie. Frisst alles, was so groß ist, dass es in ihr Maul passt. Das kann von einer dicken Schabe über einen kleinen Frosch, über einen riesen dicken Wurm, über eine kleine Schlange, bis hin zu sogar einem Fisch oder sogar einem Flusskrebs. Sein. Und die sind so flink und hauen ab, dass die Australier dem gar nicht Herr werden können und die Tiere dann sozusagen gar nicht schaffen, alle einzufangen. So. Das war die Aggerkröte. Ein echt dickes Ding. Jetzt noch zwei Brötchen unten oben und es ist ein Hamburger, ein Agger-Hamburger. Okay. So, die Art buddelt sich sehr gerne ein. Schaut mal, ich setze sie mal ganz kurz in ein Kokosnussgemisch. Hoppala. Und dann graben die sich gerne ein und verdecken sich. Hier, die hier zum Beispiel, die buddelt sich auch gerade rückwärts ein. Und da kann man so einen Versteckplatz machen und so ein Wasserbad. Das mögen die. So.